Hallo ihr Lieben, heute die Sendung ist eigentlich Schmerz. Ich bin die Bachert Nur. Es gibt einmal eine Sicht, schulmedizinische, mit seiner Diagnostik, mit seinen Behandlungsmethoden. Das hat Ausgeprägt ist seine Platz. Ich möchte heute in dieser Sendung eigentlich ansprechen, meine persönliche Erfahrung teilen, die welche basiert. Ich bin eine ehemalige Ärztin, Wissenschaftlerin und ein Mensch mit bestimmten Gaben und Fähigkeiten. Deswegen möchte ich meine eigene persönliche Erfahrung in Bezug zu diesem Thema äußern. In einer Zelle menschlicher Körper in einer Sekunde stattfindet von 10.000 bis 100.000 chemische Reaktionen statt. Im gesamten Körper, von Kopf bis Fuß runter, eine Unmenge von Zellen. Wie viel und welche und wie viele chemische Reaktionen in einer Sekunde geht die Rede? Das kann man nicht aussprechen. Und wenn das wäre muss alles intakt aufeinander bestimmt laufen, damit das hier sitze ich vor Ihnen und kann nicht so reden und sprechen und leben kann nicht. Wie wird das, diese ganzen chemischen Reaktionen, angeregt, ist die Frage. Ist die Quantenphysiker schon längst sagen, für jede chemische Reaktion ist zuständig bestimmte Lichtwelle mit bestimmten Frequenz. Frequenz heißt das Potenzial, Ladung. Und diese Ladung, Frequenz-Lichtwellen, laufen sie in unserem Körper, in bestimmten Raum, von Zelle zu Zelle, von Or in Organen, von Kopf bis, fu bis Fuß runter. Und die sind die, wo die verlaufen, die heißen sie energetische Kanäle, Meridiane. Jetzt, wenn wir nehmen, wir einfach eine Elektrizität, läuft, läuft in einem Kabel drin. Wenn irgendwo ein Kabel entsteht, eine Verengung, was passiert? Es entsteht ein Kurzschuss. Kurzschuss, was verursacht? Kleine Schaden, große Schaden bis großen Brand. Was passiert, wenn diese laufende Meridian, Kanalenergetische, verengt sich hier? Das entsteht vor dem Verengung ein Stau von diesen Energie, laufenden Energiewellen. Diese Energie, der Stau, bekannt für uns Spannung, verursacht Spannung in diesem verschlossenen Raum. Bekannt, Spannung, Druckschmerz. Von davon, in welchem Gefäbe diese Spannung stattfindet, auch unterscheidet sich die Art der Schmerzen. Und was macht unser Körper? Unser Körper von Natur aus so ver veranlagt, dass er versucht, diesen Problem selbst zu lösen. Wie kann man diese Spannung lösen? Mit dem Schmerz löse diese Spannung aus, dann auf, damit das die Fluss dieses Meridians wird hergestellt. Was machen wir Menschen in der Regel? Wie nehmen wir Schmerztabletten? Betäuben wir uns? Und was machen wir? Wir betäuben nur unsere Schmerzempfindlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung. Aber wir haben diese Ursache nicht behoben. Wo liegt diese Ursache für diese Verengung? Was ist denn das? Einmal, wie sagen wir, körperliche Ebene und einmal jede. Was ist der Ausdruck dieses Schmerz? Was bedeutet das? Eigentlich, das ist SOS, meine Seele, die welche sendet ein Signal auf den Körper. Ich bin ein Mensch. Ich sitze jetzt hier. Sie nehmen Sie mein Bild. Ich bin eine Erscheinung von Bachat nur. Bild. In Wort Erscheinung, Schein. Ich bin Scheinbild, äußere von mir. Ist das bin ich? Nein, das ist Scheinbild. Das, was ich bin, das, was bin ich hier, das ist meine Seele. Ein Menschsein macht aus Seele und Körper miteinander. Dem muss Seele und Körper miteinander fließen. Körper dient dem Seele. Wofür? Ziel ist das nur eins. Welche Ziel hat es, diese Seele? Die Ziel hat hier gekommen, eine Erfahrung machen und um seine Entwicklung, Fortschritt zu erreichen. Und wenn, wie lebe ich jetzt denn? Ich werde in ein Land hineingeboren, in ein mit bestimmten ethischen, moralischen Einstellungen, mit seinen Regeln, Gesetzen. Ich komme in eine Familie mit seinen Regeln, Gesetzen, ethischen, moralischen Einstellungen. Was läuft das? Ich übernehme das. Ich denke nicht nach. Nehmen wir einfach einen Bereich Beruf, dann werde ich Großschule und dann stehe ich vor dem alten Beruf. Was mache ich? Aha, hier in der Nähe, wo ich mir diese Werkstatt, dieses Geschäft gibt es, hier ist vielleicht Familienbetrieb. Dann gehe ich auch einmal schneller. Ich verlasse nicht meinen Komfortzone. Dann lerne ich diesen Beruf, damit das dahin zu machen. Ich vergesse dabei, dass nächste 40, 50 Jahre meines Lebens ich verbringe. Mein größter Teil meiner Wachzeit, die meiste Zeit meiner Wachzeit in dieser Arbeit, von 8 Uhr bis 16 Uhr bis 18 Uhr, hallo, ich gehe in die Arbeit, weil ich muss mein Brötchen verdienen, weil ich muss das die Dinge, und es ist, ja, irgendwie muss ich meinen Tag durchstehen oder gehe ich meine Arbeit krippend. Dann weiß ich, ja, ich habe irgendwelche Ideen, ach, das ist das die Dinge, ganz andere Einstellung, mit ganz anderen. Ich denke nie nach. Ich bin die Menschen, wir sind faul. Wir sind trägt bis zur Grenze faul, um nachzudenken, das was ich mache, macht mir Spaß oder nein? Nein, ich denke nicht nach. Und was passiert ist, dass die Dinge, das ist im Beziehungsbereich überall. Das ist mein Verhalten. Wenn meine Lebensart und Weise, wie ich lebe, unterscheidet, von meinem wahren Wille wünscht, was ich es will, damit dass ich vorankomme, dass, dass, damit mein Leben mir macht Spaß, dann entstehen sie körperliche Probleme, denn meine Seele kann das nicht ertragen. Die schickt die Signale und die Signale in Form von Schmerzen kommen die. Je mehr diese Schere, desto mehr gesundheitliche Probleme entstehen im Körper. Es ist die, diese Dinge, wie komme ich aus diesem Kreis raus? Eigentlich, ich muss es mir klarer stellen, fragen. Bin ich glücklich im Beruf? Wie ist meine Beziehung steht? Meine Lebensart und Weise ist, entspricht dem, was ich gerne wollen. Die sind die, immer zu denken, wie ist das, nicht nur zu denken, ein bisschen stopp machen und überlegen. Die sind die bewusste, wo wenn ich nicht weiterkomme, ich bitte, hole ein Person, gehe und rede und spreche es. Die sind die, die welche bewusst. Aber unser Gehirn ist ein Speicherorgan. Der speichert in einer Minute 400 Milliarden Eindrücke. In einer Minute von denen ist das uns bekannt nur 2.000. Wie viel bewusste Eindrücke? Wie viel ich handle bewusst? Wie viel handle ich unbewusst? Und außerdem, unser Gehirn speichert traumatische Ereignisse, die ich erlebt habe in meiner Kindheit. Oder möglich ist das meine Annahme, sie Eltern erlebt. In dem Moment, wo ich in diese Familie komme, ich, ich nehme nicht nur diese Highlight, diese Familie, auch ich übernehme ihre Probleme. Nicht verarbeitete, nicht verarbeitete traumatische Ereignisse. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren, vor vielen Jahren ist der, mein Bruder kam mit einer Delegation nach Deutschland zu einer Veranstaltung und er hat mich gebeten, ihm zu begleiten, damit wir ein paar Tage könnten zusammen verbringen. könnten. sie kam dahin zu dieser Veranstaltung, dann kommt der Manager, mir entgegen und so, oh, sagte, ich, ich sehe, Sie sind eine Frau, aber zu dieser Veranstaltung hat auch meine Frau mitgekommen, aber leider, sie liegt im Hotel mit wahnsinnigen Migräne. Darauf habe ich ihn gefragt, ob er möchte, nicht mir Vertrauen schenken und einfach zusammenbringen mit seiner Frau. Vielleicht könnte ich auf irgendeine Art und Weise behilflich sein, denn ich besitze eine bestimmte Gabefähigkeiten. Kurze Zeit danach saß vor mir eine Frau, gequälte Frau, junge Dame. Ich, nur das habe ich gefragt. Sie sagte, mit ihrer Periode, mit der Periode sind ihre Migräne begonnen sind. Und jetzt ist das mit, wo sie geheiratet hat. Erste, zweite, dritte Kind, mit der Geburt von jedem Kind, ihre Migräne haben sie zugenommen von Stärke und Häufigkeit. Sie sagt nun jetzt, ich bin fast in der Woche, fast täglich habe ich und manche Tage liege ich flach im Bett. Ich hatte da ist, die gequält und so, da habe ich ja nicht die Zeit gehabt. Was für eine Gabe, welche Fähigkeiten habe ich? Ich habe mir einfach losgelegt. Und dann schaue ich an die Ursache und dann sehe ich die Ursache hier hinter ihrem Migräne sehe ich ihren Vater sechs siebenjährige Junge befindet sich in einem Zimmer in einem Raum und dieses Zimmer wackelt die Wände wackeln Tisch richtig im Zimmer rüber und geht so hin und her wackelt. und das Kind verkrochen unter diesem Tisch und in dem Moment sehe ich durch die Fenster da ist eine Riesenexplosion da explodiert die bombe und dann sehe ich dass die kinder zerfetzte kinder leichen. dann habe ich ja diese frau erzählt, erklärt, habe ich gesagt, so liebe frau habe ich gesagt. sie haben sie mitgenommen erinnerung von diesem ereignis, was ihr vater nicht verarbeitet hat als kind. und er hat ein kind dieses traumatische erlebnis gehabt. bei ihnen, jedem mädchen, wenn sie periode bekommt, Sie ist ja eine Frau. Mütterlichkeit, Instinkt kommt her. Aber Gehirn hat diese Ereignis gespeichert und er kann nicht unterscheiden Vergangenheit von Gegenwart. Er hat nicht. Er nimmt auf und gibt weiter. Er weiß, auf diese Ereignis muss ich so reagieren. Mehr, er kann nicht. Und diese Ereignis lebt bei ihr und sie, als die, diese Mutter, Kinder zerfetzte, Kinderangst, Sie kann nicht damit zurechtkommen. Ihre Mutter instinkt schon. Und da haben Sie diese Spannung. Sie versteht nicht. Ihr ist nicht bewusst. Und das löst es in Form von Kopfschmerzen. Mit dem, dass Sie Ihr erstes, zweites, drittes Kind bekommen hat, was passiert ist in ihr? Sie kann nicht unterscheiden. Es ist mit Ihren Kindern. Kann passieren oder schon passiert. Wie kann Ihre Kinder schützen? Und dass diese innerliche Spannung, das ist bei ihr in Form von Migräne. Löst sich auf. Ich habe das ihr das erklärt und damit habe ich ihr gesagt, das habe ich unbewusstes für ihnen bewusst gemacht durch dieses Verstehen. Ich irgende Gehirn löse ich diese Gegenwart entkupple ich von diesen Vergangenheit. Dadurch ist diese vergangene Ereignis bleibt es das da, ohne das zu wirken. Da habe ich ein paar mal zwei drei energetische Ausgleiche gemacht bei dieser Frau. Danach, nach zwei, drei Tage Veranstaltung, sie ist zu sich mit ihrem Mann, ich bin nach Hause und damit war für mich erledigt. Aber drei Monate später bekomme ich einen Brief von dieser Frau. Sie schreibt mir in diesem Brief, liebe Frau Bachetner, diese Begegnung kann ich bis heute noch nicht verarbeiten. Ich kann noch immer nicht verstehen, wie kann eine fremde Mensch von irgendwo sehen Ereignis, was bei meinem, bei, was bei meinem Vater stattgefunden hat. Und sie schreibt weiter, als sie nach Hause zurückkam, sie hat dem Vater gefragt, Vater, hast du in Kriegszeiten so ein Erlebnis gehabt? Seine Reaktion schreibt sie, er ist erstmal mit aufgerissenen Augen, hat sie voller Dinge angeschaut und davon gelaufen. Nach einer bestimmten Zeit ist er wieder zurückgekommen und hat sie gefragt, woher sie weiß. Daraufhin sie schreibt ich habe ihm erzählt über Sie, dass Sie mir haben Sie diese Ereignis geschildert im Zusammenhang mit meiner Migräne. Sie schreibt mir dann weiter, sagt der Vater hat danach weiter erzählt, dass in Kriegszeiten er war dieses sechs siebenjährige Junge. Jeden Tag Nachmittag haben er mit seinen Freunde hat im Hof Nachmittag rausgegangen hat gespielt. An dem Tag seine Mutter geht einkaufen und sperrt ihn im Wohnung ein. Und in diesem Moment fällt die Bombenhof rein. Seine andere Freunde alle sind sterben unter diesem Bombenangriff und er überlebt, aber er ist in Schockzustand. In diesem Moment Niemand da, diesen Kind in der Arm zu nehmen. Niemand da. Und er hat so diesen Schock verdrängt, dass er wollte nicht mehr rausholen. Und die Tochter, wo kommt auf die Welt mit DNA, mit RNA gespeichert, man diese Sachen mitbekommt. Und hat bekommen, im Gehirn gespeichert ist. Sie hat es für Vater mitgenommen und lebt mit, hält für ihn mit. Sie schreibt sie weiter, sagt sie, sie versteht noch immer nicht. Was, wie sie könnten das sehen, wie könnten sie das rausfinden? Aber ich möchte Ihnen eins schreibt sie hier berichten. Seitdem habe ich keine Migräneanfälle mehr. Was bedeutet das? Es bedeutet das, dass mein Gehirn, mein gehirn speigert. diese Ereignis Vergangenheit wirkt in Gegenwart. Wir sind traumatisierte menschen wir sind traumatisiert außerdem dass wir sind in gefangenschaft von unserem gehirn statt befinden uns wir sind auch befinden wir uns in irgendwelche traumatischen erlebnissen vor vergangenheit deswegen wenn es irgendwelche körperliche probleme kommen die in erscheinung was ist wichtig es ist wichtig damit auseinandersetzen und wenn man kommt nicht weiter gezielt hilfe suchen Gezielt Hilfe suchen bei den Menschen, die wir hier können, diese Hilfe geben. Wie ich Ihnen gesagt habe vorher, das ist die Schmerz, ist eigentlich die Lösung von der Spannung. Jetzt sagen wir, das gibt für die Meridiane im Körper, mich immer fragen, was ist die erste? Meridiane oder Durchblutung oder was? Leute, bevor eine Embryo entsteht, werden die Meridiane angelegt. Weil wenn die Zelle vor die Zelle. Da müssen in der Zelle chemische Reaktionen stattfinden und diese chemische Reaktionen werden angeregt durch diese Lichtwellen von Frequenzen von Lichtwellen. In einem Körper, menschlichen Körper, stattfindet 88.000 energetische Kanäle, Meridiane. Das ist das die Punkt und Eingangspunkte, Scheitelchakra, Eingangspunkte, jede Finger, Zehen, Nägelkuppel. Befinden Sie Eingang-Ausgangspunkte für bestimmte Organe im Körper. Hauptmeridian Schädelbasis bis zur Steißbahn, Sakral und geht kundalinie breitet Energie um unseren ganzen Körper. Nabel Aufnahmepunkte Energie. Was machen wir Frauen? Was machen wir die Menschen? Wie behängt wie Tanbaum Schmuck? Hier Meridiane laufen die. Wie sind Lack mit Lack lackieren wir unsere Nägel, kleben wir mit diesen chemischen künstlichen Nägeln, backen wir und was passiert? Hier noch Gel, Lack auf die Haare. Was machen wir? Wir schließen wir diesen ganzen Kreislauf. Und in diesem Kreislauf läuft verschlossene Energie, was wir aufnehmen müssen wir nicht genug, was wir aufgearbeitet. Das alles staut. In welcher Form? Das ist für uns bekannt, auf der körperlichen Ebene. Konzentrationsstörungen, bevor die Schmerzen kommen sie in Erscheinung. Das ist die erhöhte Reizbarkeit, das ist keine Ausdauer, Nervosität, Aggression, weil der staut. In dieser Form, gefühlsemotional, aufbaut sich ab diese gestaute Energie. Und wenn das geht nicht, wenn Sie nicht achten auf diese Gefühle, Emotionen, dann kommt Schmerz auf die körperliche Ebene. Wenn Sie auf diesen Schmerz mischerzt, aber Tabletten nehmen Sie es, dann kommen die Beschwerden noch mehr, noch größer. Ich bin eine ehemalige Notfallintensivmedizinerin. Da gibt es die Schmerzgrenze von Menschen von unterer bis höherer Skala. Diese untere Grenze, die Schmerzempfindlichkeit Menschen sind Schmerzpatienten in der Regel. Aus dieser Kategorie entstehen Sie Schmerzsüchtige gute Nachricht keine Krebspatienten die werden niemals krebskrank bitte liebe zuschauer wenn man achten sie bitte auf ihre gesundheit achten sie bitte auf ihre fluss energie achten sie bitte auf ihre gefühle emotionen bevor schmerz entsteht bevor sie werden sie rennen mit ihren krankheiten damit möchte ich mich bedanken für ihre aufmerksamkeit danke ihnen und auf wiedersehen